Hallihallo, meine liebe Leseratten da draußen. Ja, heute kommt mein Lesemonat für den Monat Juli. Ja, Juli. Es ist schon Anfang August und ich bin, glaube ich, im Moment ein bisschen spät dran. Ja, im Juli habe ich 1832 Seiten gelesen. Das sind knapp 59 Seiten pro Tag. Ja, ich habe es mal ausgerechnet. Und ich muss sagen, ich bin richtig zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Ich habe mir 6 Bücher rausgesucht und habe von den 6 Büchern 5 Stück geschafft. Ja, ich bin so froh. Ich habe wirklich 5/6, sage ich jetzt mal so, von dem, was ich mir ja vorgenommen habe, geschafft. Ja, unter anderem wieder ein englisches Buch und dann auch noch 2 Hardcovers. Finde ich es eigentlich ganz gut. Das dünnste war 281, das ist das englische Buch, und das dickste Buch ist 449 Seiten lang gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, welches das war, aber ich glaube, irgendeins von dem anderen war das. Ja, jetzt kommen wir dann auch schon mal dazu. Ich hoffe, ich weiß noch, in welche Reihenfolge ich das fertig gelesen habe. Zu dem Buch Mariposa, bis der Sommer kommt. Ja, das gute Stück, das hat von mir 5 Sterne bekommen, weil es einfach richtig genial ist. In dem Buch geht es um den... jetzt weiß ich schon wieder nicht, jetzt weiß ich seinen Namen nicht. Achso, Jake. Um den Jake und um die Nessa. Ja, die Geschichte, die ist eigentlich richtig genial geschrieben halt. Hier und da ein bisschen mal vielleicht, dadurch, dass das von der Deutschen geschrieben ist, vielleicht mal hier und da ein bisschen eine Wortwahl, ja, bisschen abhanden gekommen. Oh, Scheiße. Bisschen abhanden gekommen, aber es ist richtig genial, muss ich sagen. Die, ich will jetzt auch nicht das Geheimnis ausplaudern, aber wer dann sich schon in das Buch reingelesen hat oder so, wird das wahrscheinlich eh schon am Anfang erahnt haben oder im Buch mittendrin erahnt haben dann. Und wie gesagt, ist das einfach himmlisch. Das Cover finde ich auch einfach himmlisch. Und ich habe mir jetzt noch Ende Juni von Nicole C. Fusseler das andere Buch noch gekauft, diesmal als Hardcover. Das wird dann auch noch als Neuzugänge-Video wahrscheinlich kommen. Ja, aber erstmal 5 Punkte für dieses schöne Exemplar. Hat mich ja auch genügend Geld gekostet. Als nächstes, ich glaube, als nächstes war dum, 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 dum. Finding It. Alles ist leichter mit dir. Handelt über Casey, über die Freundin von Bliss. Die hat man ja im ersten Teil auch schon kennengelernt und dann begegnet sie den attraktiven Jackson Hunt. Und dann nimmt ihre Geschichte seinen Lauf. Wer ist Jackson Hunt? Mit Casey liebt sie ihn oder liebt sie ihn nicht? Dann holt ihre Vergangenheit sie wieder ein und ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich dem guten Stück gegeben habe. Ich glaube, 5 Stück waren das. 5 Sterne wieder. Ihr seht das alles bei Goodreads. Da bin ich jetzt schon seit Mitte Juli, glaube ich. Und da seht ihr es ja einfach. Dieses Exemplar finde ich richtig genial. Und ich glaube, in der E3 war das auch nochmal so eine schöne Auffrischung. Und dann kommt ja Keeping Her jetzt im August dran und Seeking Her wird wahrscheinlich im September dran kommen. So, dann, was Mitte Juli ja erschienen ist, Frostfluch, Mythos Akademie, Teil 2 von Jennifer Easter. Oh mein Gott, ich war so froh, als ich das Buch da durch hatte.
Ich habe irgendwie gesehen, ich glaube bei Nini Jockeybooks, sie hat ja die Tage auch ihre Rezension dazu hochgeladen, dass sich da jemand irgendwie und dass da einer gesagt hat, das Buch wird irgendwann vorhersehbar. Ich finde es irgendwie nicht okay. Ein oder zwei Sterne, da dachte ich mir so, okay, du traust mal den, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der heißt. Ich weiß echt jetzt gerade nicht, wie der heißt. Preston, genau, Preston. Was man mit Preston ist, weil ich war schon von Anfang an irgendwie so, nee, bitte nicht. Preston ist blöd. Und ja, was man ist mit diesem Preston auf sich hat, erfährt man halt hier. Aber auch, man erfährt auch mehr über Gwendolyn. Über Gwendolyn erfährt man mehr, über ihre Mutter Grace erfährt man mehr und ich glaube über ihre Oma erfährt man auch einfach noch mehr. Dazu stelle ich euch die Rezension natürlich wieder in die Beschreibung rein. So, dann, was ich ja wirklich ein einziges Mal jetzt gelesen habe und ich muss sagen, das Teil hat wirklich nur 2 Sterne von mir bekommen, ist die Tribute von Panem, tödliche Spiele. Und ja, Schoko Girl hat auch recht, ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißt. Ich hatte zu hohe Erwartungen an diesem Buch, weil das ein riesen Hype ist. Es wird ja immer noch gehypt. Hab dem Teil nur 2 Sterne gegeben, weil es einfach mich nicht interessierte. Also ich muss sagen, die Idee dahinter ist richtig gut, aber diese Umsetzung fand ich nicht richtig gut. Wisst ihr, was ich meine? Mein Freund räumt drüben rum gerade. Keine Ahnung, ob man das hört. Wo war ich? Oh ja, irgendwo. Die Teile sind ja in 3 Teilen unterteilt. Der erste Teil, den fand ich richtig stinkend langweilig. Der zweite Teil, wo das ja dann zu den Spielen geht, war richtig genial. Den habe ich aber trotzdem auch nur 3 Sterne gegeben und den Rest habe ich dann auch nur noch 2 Sterne gegeben, dass ich insgesamt auf 6 kam. Ja, die Rezension steht unten in der Beschreibung drin. Ja, böse. Böses Buch. Ich habe es mir zum Glück ja auch nur ausgeliehen. Als letztes kommt Bone Magic dran. Dazu kommt dann auch noch die Rezension hoch oder ist schon oben. Ganz egal, wann das Video hier hochkommt. Dem Teil habe ich 3 Sterne gegeben, weil das halt mal diesmal nicht direkt über die Geistige geht, sondern ein bisschen mal Geplänkel um Trillian, also um den Spartaner von Camille geht, dann auch ein bisschen erfährt man mehr über den Drachen Smokey. Und auch wenn ich die Serie mag, ist es mal eins dabei, was man wirklich dann so sagt, nee, jetzt ist es halt ein bisschen zu langweilig. Aber ich muss sagen, durch diese Ereignisse, die sie ab dem ersten Buch machen, finde ich, dass man jeder Charakter da auch wirklich mal seine Veränderung, was da die Jahre passiert ist. Stimmt, es sind Jahre, ich glaube 1,5 Jahre sind hier schon im Buch vergangen, vom ersten bis zum jetzigen. Und die Veränderungen werden jetzt mal mehr erläutert und dann kommt glaube ich auch mal der Vater hier wieder drin vor. Ja. Aber dazu seht ihr ja mehr dann in der Rezension. Ja, das einzige Buch, was ich diesmal nicht geschafft habe und das ist erstmal auf meine Pauseliste gesetzt ist, ist Nephilim, die Chroniken der Schattenwelt oder? Ja, Schattenwelt, der Unterwelt ist das andere. Deswegen, dazu kommt erstmal auf meine Pausierliste und dann denke ich mal, sollte mein August-Video auch dann sein. Und wer schon mein Want to Read für August gesehen hat,
Ich muss auch nochmal sagen, mir ist ein kleiner Fehler da unterlaufen. Evermore Band 1 fehlt mir. Genau dieses erste Band fehlt mir. Also ich kann Evermore nicht anfangen zu lesen. Deswegen sind das dann nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher und ein E-Book. Kann man nichts machen. Die ganzen Rezensionen, die ganzen Bücher und so, seht ihr unten in der Beschreibung, ihr Lieben. Das Video ist jetzt, glaube ich, schon lang genug. Ich sag dann mal bis demnächst. Oh Gott. Ciao.